Sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu Buchtoms kleiner Modenschau. Heiter, aber gehaltvoll. Wir wünschen viel Vergnügen. Ja, und hier sehen wir schon das erste Stück in der Kollektion. Ein grüner Hoodie, grün in der Farbe der Hoffnung. Durch den Aufdruck klar erkennbar als ein deutliches Votum für das Impfen. Und damit auch eine Mahnung an alle Menschen. Im Kontrast dazu der Stock aus Metall, schwarz und im Stil des Gothic. Memento Mori könnte man hier auch sagen. Alles in allem ein eindrucksvolles Ensemble. Und hier nun das zweite Stück in der Kollektion. Thematisch durchaus verwandt mit dem ersten, nimmt hier das Ensemble ganz in Schwarz Front gegen die Corona-Leugner und Gegner. Mit einer Kopfbedeckung, die ein wenig an Seeräumer oder auch Ninjas erinnert. Und natürlich fehlt auch der Metallstock als Abstandshalter nicht. Weiterhin sehen wir die bekannte Geste aus Terminator des Heranwinkens des Gegners und eine passende schwarze Sonnenbrille. Neben der Corona-Pandemie dürfen aber auch andere Probleme unserer Welt nicht vergessen werden. Hier bei diesem T-Shirt geht es um die Flüchtlinge, die Geflüchteten. Welcome Refugees ist hier auf dem T-Shirt zu lesen und ein Zitat von Jan Böhmermann in seinem bekannten Lied Wie Deutsch. Ein Thema von vielen, das nicht vergessen werden darf. Das nächste Kleidungsstück beschäftigt sich mit dem Thema Diversität, präziser gesagt in Hinsicht auf geschlechtliche Orientierung und Ähnliches, Homophobie und dergleichen. Auch in diesem Bereich herrscht noch immer Diskriminierung, Vorurteile und Ähnliches. Auch diese Problematik ist eine, die nicht untergehen darf im Vergleich zur Pandemie. Das nächste Stück zeigt uns wieder einen Huni, diesmal ganz in Rot. Rot. Die Farbe der Erderwärmung, aber auch die Farbe der Leidenschaft im Kampf gegen den Klimawandel. Konkret Bezug genommen wird hier auf Fridays for Future und deren Aktivitäten, die überlebenswichtig für uns alle
werden können. Wir sehen nun ein T-Shirt in Orange, das sich um das Thema Wohnen bemüht. Stichworte sind hier menschenunwürdige Obdachlosensiedlungen, Mietwucher und ähnliche unerfreuliche Dinge in diesem Bereich, die es wie manch anderes dringend anzugehen gilt. Unsere kleine Mondschau neigt sich langsam dem Ende entgegen. Am Schluss wird es noch ein wenig heiterer. Wir sehen hier quasi eine Art Hippie-Look mit einer passenden Feinwinde und einer passenden Sonnenbrille sowie einem doch interessanten Hut. Konservativ in der Form, aber bunt in der Farbe. Oh mein Gott, hier haben wir die richtige Kopfbedeckung für Menschen, die sich immer furchtbar aufregen und erstaunt sind und vielleicht sogar ängstlich, aber oft leider über die falschen Dinge. Die passende Kopfbedeckung gibt es hier jedenfalls. So, das war es dann vorläufig mit unserer kleinen Mondschau, die hoffentlich ein wenig Spaß gemacht hat und aber vielleicht dennoch auch ganz nebenbei an ein paar Themen erinnert hat, die wahrlich nicht unwichtig sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.